Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Omni 2, dem Omnibus Simulator. Und wir sind an unserer ersten Haltestelle, wo auch Fahrgäste sind, auf unserer Prüfungsfahrt auf der Gladbeck-Map mit Hilfe des AOD. Und zwar fahren wir jetzt mal die gleiche Tour, die wir schon mal versucht haben und durchgefallen sind, nur andersrum. Diesmal vom Zopp Bottrop nach Essen. Und jetzt haben wir hier erst einmal Fahrgäste, die wollen wir auch reinlassen. Erstmal Pause raus. So, Türen auf. Oh, da ist die Bremse rein. Jetzt die Türen auf. So. Hurra. Schönen guten Tag. Guten Abend. Guten Abend. So, wir waren ein bisschen spät dran. Jetzt muss ich mal eben gucken, wie heißt denn die Haltestelle hier? Bottrop Hauptbahnhof, genau. Ja, das ist ja klar, dass das richtig ist. Sonst hätte ich das mal nachgeguckt. Okay, dann weiter. Das hinkriegen. So, ich kann das nicht sehen. Ich kann das nicht sehen. So, da ist eine Busampel. Anforderung ist gedrückt. Ich muss aber mal außen gucken, um die Schilder lesen zu können. Aha, ich muss da jetzt direkt. Ist doch so, ne? Ja, direkt links abbiegen. Kann man da sehen. Gut. So. Was? Bottrop-Ebel? Das ist ja grünes Licht. Die biegen alle ab. Ich nehme mal, wie gesagt, gehört die rechte Spur. 1,4 Minuten Verspätung hört sich gar nicht so schlimm an. Ich sehe keine Schilder, also heißt geradeaus. Richtung Essen ist sowieso schon mal ganz gut, ne? Ey, so was können wir gar nicht leiden hier. Ich bin stärker, denk dran. Und da vorne jetzt rauf auf die Autobahn, yay, und dann bis zum Grufener Stand. Ach nee, falsche Map. 2,5 Minuten, ich bin recht flott gefahren, hab trotzdem jetzt so viel mehr Verspätung. Was ist hier los? Ich hab hier überhaupt Licht an, ja doch, ne? Ich hab Licht an, oder? Ja. Weil duster ist, ne? Ah, jetzt kommt ein ganzes Stück so ein bisschen über Land, also ein bisschen mehr grün. Ja, der Golf, der saust da durch. Was macht der denn? Der ist durch den Mercedes gefahren. Oh, nicht dunkel werden. Ich will nicht im Dustern fahren. Leute. Da hinten sehe ich schon eine Haltestelle leuchten. Ist bestimmt unsere. Bottrop-Ebel oder so, ne? Kann man da sehen? Einfach nur Ebel. Ja, gut. So, wird gerade grün. Auf geht's. 2,7, das ist viel. Aber bis jetzt wüsste ich nicht, dass schon großartig was wäre, was mir meine Versetzung gefährden würde. Ach, das ist eine Busspur. Aber die ist so zugewuchert. Das ist aber eine enge Busspur. Aber ich nehme die, weil das gehört sich ja so. Das ist so düster. Ich traue mich jetzt nicht näher ranzufahren da. Sonst komme ich näher an die... an die Mauer. Hoppala, ich muss anhalten. Hätte ich da jetzt anhalten müssen? Nein, da war keine Ampel für mich, oder? Ich habe das jetzt ehrlich nicht gesehen. Eine Tageskarte, bitte. Tageskarte. 6,60. So, 7. 18. Bitte. Jetzt muss ich doch mal eben gucken. Ganz schnell. Nein, da ist keine für mich. Das wollte ich gucken. Ich möchte ja wissen, ob ich bei Rot drüber gefahren bin. Das will ich ja nicht. Also jetzt, wo Fahrgäste drin sind und so, nicht. Gerade dann am Bahnhof weit und breit keiner spät dran. Ja, meine Güte, da ist das dann mal noch ein bisschen anders zu bewerten, ne? Hornbach. Hornbach. Hast du Angst davor? Aber die Busspur ist so eng.
irgendwie. Naja, fahren wir nach Hornbach. Ist das nicht Hornbach? Yippie, ja, ja, yippie, yippie, yay. Ja, sicher, ne? 70 ist genug. 2,7, ja. Jetzt haben wir einen Haltewunsch. Ich kann aber schön im linken Außenspiegel sehen. Ich bin gut auf der Spur. Ich fahre also jetzt nicht so auf der Linie. Das passt schon, aber ein bisschen eng finde ich die trotzdem. Ah, da ist was Grünes. Da ist unsere Haltestelle. Muss mal so ein bisschen gucken, ob vielleicht noch eine Ampel vor ist. Das kann man nicht immer so richtig gut sehen, wenn man die Strecke nicht kennt. Ist das immer so ein bisschen tricky. So, Hornbach. Jo. Ja, dann kommen Sie mal rein hier. Okay. Direkt weiter. Ich darf weiter. Ah, da vorne sehe ich gerade, ist meine Busampel grün. Muss auch geradeaus. Ich habe auch nichts anderes gesehen. Die Ampel ist noch hier. Busgrün ist gut. Das hilft natürlich, obwohl schon über 3 Minuten Verspätung auf dem Urlaub. Jetzt ist es auf 1,7 gesprungen. Da fühle ich mich gleich ein bisschen besser. Wie heißt das? Sulterkamp oder Sülterkamp? Okay. Da ist Stau und wir haben eine Busspur, aber hier steht nirgendwo Bus. Hoffentlich darf ich hier noch fahren. Hoffentlich ist das auch immer noch eine Busspur. Nicht, dass sie auf einmal plötzlich zu Ende ist und ich fahre in die Sträucher. Das wäre übel. Warum steht hier nirgendwo Bus drauf? Ich habe nicht aufgepasst. Naja. Ja. Rechts überholen, da kennen wir nichts. Ne, was steht jetzt hier? 50, ich fahre. Ja, knappe 60. Ist zu schnell, aber ist nur im Rahmen. Jetzt, ah ja, hier steht noch Bus. Gott sei Dank, alles gut. Schönes Synchron rüberfahren machen die. Ich möchte da gerne mal wissen, wie das zustande kommt, warum das so ist. Das machen die auf meiner Autobahn nämlich auch. Mhm. So, und da kommt eine Haltestelle. Oh oh. Oh oh. Das habe ich ja mal so gerade noch ausgerettet jetzt. So, was willst du denn hier? Ich dachte schon, der Mercedes will hier auf die Haltestelle fahren. Den hätte ich aber weggekickt. Den hätte ich weggeschimpft. Den hätte ich quasi... Wie machen die 100? Verbellt hätte ich den. So. Los, los, rein. Guten Abend. Wir haben keine Zeit. Ist schon spät. Weiter. Das ist jetzt hier irgendwo zwischen Essen und Bottrop, ne? Ich kenne die Strecke ja, im Realen. Obwohl mir das jetzt so ein bisschen komisch vorkam, ein Busspur, das ist auch lange her da gewesen. Oh, da ist schon wieder was. Hafenstraße. Keine Linie, okay. Blaue Lampe gilt für alle. Blau, habe ich jetzt blau gesagt? Wie komme ich jetzt auf blau? Ich meinte rote. Wie komme ich jetzt auf blau? Blaue Lampe. Stand hier irgendwas mit Blau? Eigenartig. Oder die Schilder da von der Tanke? Ich weiß es nicht. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Mein Gott, das ist aber... Kann man ja kaum lesen. Aufs Grün. Nicht schlafen. Das Schlafen während der Fahrt ist verboten. Hafenstraße. Wo ist denn hier ein Hafen? Ist doch kein Hafen. Gibt es hier überhaupt irgendeinen Fluss, Essen? Die Ruhr nicht, ne? Könnte denn da sein? Irgendwie so Wesel-Datteln-Kanal auch nicht. Rhein-Herne-Kanal, ja, der könnte vielleicht hier in der Gegend rumdüdeln. Ja, ich glaube, Rhein-Herne-Kanal könnte das sein, dass der hier irgendwo so... Ja... Müsste so eine Brücke kommen, ist der, glaube ich, ne?
So, da kommt doch schon Haltestellenlicht. Aber vorher ist noch mal eine Ampel. Eine rote, keine blaue. Blaues Licht. Ach ja. So. Manta. Hoffentlich ist das da vorne. Hafenstraße. Wie weit ist das eigentlich alles noch? Oh, da ist er schon. Wieso ist das so kurz? Ich dachte, das wäre andersrum länger gewesen. Oder? Von den Haltestellen haben wir ja schon mal fast die Hälfte so inzwischen. Och, Ampel. Heute noch? Los, komm, werd grün. Ich hab Weihnachten was vor, echt. Na, siehste. Was hab ich denn Weihnachten vor? Ich denke mal arbeiten gehen. Ja. So, da kommen sie schon aus ihrer Hütte gekreibelt. Ne? So, aber ist immer noch nicht dunkel. Vielleicht komme ich noch einigermaßen mit dem blauen Auge hier raus. Haben sie auch Licht hier? Ach, Licht innen. Jetzt hier sparen, oder wie mit dem Licht? Ja, gleich sparen wir Fahrgäste, zumindest einen, also so wirklich wahr. Ja, jetzt wollen sie Innenlicht haben. Ja, Mensch. Irgendwas vergisst man ja immer. Das gibt dann schon wieder Gemecker. Na, den brauche ich nicht. Den eigentlich, muss ich mal gucken. Nee. Gut. So, bist jetzt zufrieden? Mann. Anstatt mal freundlich zu sagen, machen Sie bitte das Licht an, es wird ja doch ein bisschen dunkel jetzt. Nein, wird gleich rumgemeckert. Friedrich-Lange-Straße. Ah, nun komm den Berg hoch. Los. So. Man muss mich ein bisschen ranhalten. Ein bisschen Verspätung habe ich auf der Uhr. Aber 3 Minuten, das ist eigentlich noch gar nicht so schlimm. So, 60. Das fühlt sich so schnell an, aber das ist eigentlich gar nicht so wahnsinnig schnell. Na, Ampel, bleibst du noch schön grün? Jawohl. Ganz schönes Texturflackern hier auf der Straße. Aber ich glaube, das ist besonders dann so schlimm, wenn man irgendwie besonderes Wetter hat, so Regenwetter hat oder wenn abends Licht ist, und dann sind die Texturen besonders nervös. Auch die Performance wird dann mehr belastet. Hallo. Hallo. Wann ist das hier warm? Ach, jetzt ist es warm. Meine Güte. Ja, wollte ich da ausmachen. Aus, was haben wir denn? 28,5 Grad. Ich habe schon wieder nicht aufgepasst. Es ist zum Mäusemelken, wirklich. Da vergisst man das. Ich spüre ja nichts. Also ich finde das jetzt nicht warm hier. Ach Mann. Gewerbepark M1. Gewerbepark M1. M1, das ist das nicht... Sind das nicht Bezeichnungen eigentlich mit M für Galaxien? Also so weit wollten wir jetzt eigentlich nicht fahren. Nächster Halt, Andromeda oder so. Das ist, nee. Gewerbepark M1. Oh, Ampel, bleibt grün, bleibt grün, bleibt grün. Bitte, 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 bitte. Danke. Kommt, ihr seid nicht so empfindlich. Das war nur ein bisschen Gepolter von der Straßenunebenheit. Ich bin ganz vorsichtig gebremst. Hat doch keiner was gesagt, ne? Und wenn doch, dann seid froh, dass ich das nicht gehört habe. Ja, dir auch guten Abend, Stoffel. Universität Essen. Universität Essen, ja, die kennen wir. Dann ist es auch nicht mehr weiter. Müsste ich nämlich eigentlich gleich auf die linke Spur, denn irgendwann links ab, denn die ist linksseitig von hier aus kommend. Das weiß ich noch, aber ich weiß ja auch nicht, ob vorher noch eine Haltestelle kommt. Ah ne, wenn das die Uni ist, nö, dann nicht. Ja.
da ist auf dem Parkplatz früher immer, ja früher, mit früher meine ich so, boah, vielleicht Anfang der 90er. So, ne, Anfang, Mitte der 90er, Anfang der 90er Jahre, Ende der 80er sogar noch, ist da auf dem Parkplatz von der Uni immer Trödelmarkt gewesen. Da bin ich oft hin. Kann man von da aus dann auch unter diese Brücke da, die ich da immer meine, wo ich da schon mal gewesen bin, in die Innenstadt gehen. Und da gab es dann auch eine Straße, die hieß irgendwie Schützenbahn oder so. Und da war früher Atelco-Computer, da war ich auch immer. Das war der naheste Atelco-Computerladen. So, also ich glaube, ich müsste eigentlich, aber anscheinend nicht, hier links oder die nächste links, wenn ich doch zur Uni wollte. Aber es kann ja auch sein, dass die Haltestelle Universität heißt. Dass die Leute, die zur Uni wollen, dann einmal hier aussteigen da vorne und dann über die Straße selber rüber. Denn da war dann so ein Gebäude, was so über die Straße ging, da war die Mensa drin. Wie gesagt, das muss ja heute nicht mehr stimmen. Das ist wirklich schon lange her. So. Und da ist die Ampel rot. Ja, ja, hier links ist dann jetzt die Uni. So. An der roten Ampel bleibe ich stehen. Ich drücke die Pause rein, denn die Zeit ist abgelaufen. Ich sag mal, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir ein Like da und dann seid beim nächsten Mal dabei, wenn ich, denke ich mal, eigentlich hoffentlich ankommen müsste. Bis dann, bye bye und tschüssi. Thank you.